Hallo liebe Freunde der Berge und herzlich willkommen zu einem weiteren Wandertipp. Aus den 66 Traumtouren rund um Meran empfehlen wir euch heute eine zünftige Almenrunde zwischen Hafling-Falzeben und Meran 2000. Die Verpflegung im Rucksack darf heute ganz spartanisch ausfallen, denn zahlreiche Almen warten unterwegs ja auf uns mit leckeren Südtiroler Schmankerln. So lassen sich die Höhenmeter von Alm zu Alm gemütlich meistern. Deshalb sollte man für diese Wanderung etwas mehr als die angegebene Zeit einplanen. Los geht's an der Talstation der Falzebenbahn, wo wir perfekt darüber informiert werden, welche Almen uns heute erwarten. Weg Nummer 51 bringt uns in Richtung Moschwaldalm, zunächst über den Sinnigbach und weiter durch den Wald höher hinauf. Sodann wechselt der Wegweiser von 51 in 15, während wir uns der Moschwaldalm nähern. Nach gut 50 Minuten erreichen wir die kleine Alm und nach weiteren 15 Minuten sind wir schon bei der Maiseralm. Die nächste Etappe führt uns binnen 40 Minuten zum aussichtsreichen Kreuzjöchel, einem Kreuzungspunkt zahlreicher Wege. Weit schweift der Blick über das Land und reicht sogar bis zu den Dolomiten. Nun folgen wir der 4, zugleich ein Teilstück des E5 zur großen Meraner Hütte, die wir nach weiteren 30 Minuten erreichen. Und wiederum machen wir einen zünftigen Einkehrschwung. Was darf es sein? Etwas Herzhaftes oder lieber etwas Süßes? Schon in Sichtweite, nur 10 Minuten von der Meraner Hütte entfernt, liegt die Kirchsteigeralm. Dem Wegweiser Nummer 14 folgend geht es vorbei an der Rotwandhütte zur Zueckhütte, die einen prächtigen Blick zum Iffinger bietet. Zur Talstation der Falzebenbahn ist es nun nur noch ein Abstieg von 20 Minuten. Alternativ kann man von der Kirchsteigeralm zum Piffinger Köpfel, der Bergstation der Falzebenbahn, wandern und von dort mit der Kabinenbahn zum Ausgangspunkt hinabschweben. Soweit unser Tipp für heute, liebe Freunde der Berge. Mehr gibt es in unseren drei Büchern der 66 Traumtourenreihe. Auch auf Facebook, Instagram und auf unserem Blog gibt es Tipps und Vorschläge, was ihr im schönen Südtirol unternehmen könnt. Und es ist sicher eine gute Idee, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Dann bis zum nächsten Mal, euer 66 Traumtouren-Team.